Willkommen bei Teil 17 meines Let's Plays von Doom 3. Ja, es ist Zeit für Weltvolks Let's Play Doom 3. Ich habe ja auch richtig Bock, mal da Multiplayer zu spielen. Ich hatte aber mal geguckt, da ist gar nichts los. Aber mal sehen. Ja, jetzt geht's weiter. Ich bin schlecht vorbereitet. Genau, die scheiß Treppe. Und hier ist keine Luft. Ich muss mich beeilen. Ah ja, da. Die Kakodämons soll ich ignorieren erstmal. Und dann muss ich hier dahin. Hier drücken. Und dann die Kakodämons defeaten. Während die Schleuse aufgeht. Der Mars. Yeah. Gut. Ja, ich drück. Gut. Geht's weiter? F5. Das war der erste Schritt. Ja, ich bin total fertig. Ich habe gestern ja bis 2:30 noch Communications-Teil gemacht. Und ja, nur 4 Stunden oder so gepennt. Und oh, heute war wieder so ein ätzender langer Tag. Aber jetzt bin ich ein bisschen früher zu Hause gewesen. Es ist 8:30. Von daher geht's. Und morgen habe ich nur bis 1. Gut, ich bin dann zwar auch erst 4 zu Hause. Ich habe ja immer einen langen Weg, ne? Kiel, Hamburg. Oh. Pinky! Yeah, komm her! Ja, ich wollte eigentlich, ich lade jetzt den Teil, oder ich übertrage gerade den Teil von gestern auf meinen Laptop. Weil ich nicht mit einem normalen Computer hochlade, ne? Der hat ja so fiese Lüfter. Als Gaming-PC ist das Quatsch, wenn ich den laufen lasse. Fürs Hochladen, da nehme ich dann immer den Laptop. Der ist auch leiser. Ja. Ach hier, da ist doch noch was. Genau, und jetzt übertrage ich das Ding gerade auf den Laptop. Es wird wieder über eine Stunde. Über eine Stunde. Du Schwein! So. Was ist das denn hier? Ja. Genau. Armor Shard. Ja, tut mir leid, also den letzten Teil jetzt irgendwie der oben ist, hat sich doch kein Arsch angeguckt. Aber egal. Ey, jetzt geht's ab hier, neues Monster. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie soll ich den denn klar machen? Wie soll ich den denn klar machen? Ach so, einfach draufhalten. Ich wollte hier eigentlich hoch. Noch einer? Oder was? Angst. Ich hab Angst! Noch einer. Ey, leck mich! Ey, scheiße, doch! Ah! Wo ist er? Da. Ey, du Arsch! Oh! Was nu? Ich bin ein bisschen unvorbereitet.
Ja, tut mir leid. Ich kann nicht nur immer Dead Space machen. Ich muss Doom durchspielen. Ja? Aber der eine oder andere wird sich das schon noch angucken. Ich will, wie gesagt, das hier. A brief cutscene introduces this missile launching enemy. The Revenant. Ah ja. Revenant. Do your best to dodge his guided missiles and fire away. Ach so, den muss ich eigentlich abschießen, ne? Ja, das habe ich jetzt ja gemacht. Gut. Hier noch eine. So, die habe ich jetzt beide erledigt. Jetzt kommt noch ein Pinky. Ist hier noch ein Geheimraum oder was? Follow the stairs to this door ahead. Gut, soll irgendwie eine Tür sein. So, ich muss nochmal klar machen hier alles. Laden. Nee, das brauche ich nicht. Keine Schuss mehr, scheiße. 60 Schuss, oh shit, dann bleiben wir bei der Schrottflinte. So. Hast du hier denn noch ein paar leckere Sachen für mich? Da. Genau, das brauche ich. Dankeschön. Ja. Sonst ist da nichts, ne? Nur ein Medikit. Gut. Jetzt muss ich da irgendwie hoch zu einer Tür. Achso, und eins darf ich nicht vergessen. F5. Ja, nicht? Ist klar. Und das so lange Parts. Wer hat dann Zeit, sich immer einen Stundenpart anzugucken? Ne? Bin ja nun kein Number One Player, geschweige denn Let's Player. Oh Gott. Ach so, ich habe irgendwie ein Akropack oder wie nennt sich das? Was ist das? Shells. Komm ich da nicht durch? Die Türen sind ja total verrostet hier, ja? Arschloch! Du Schwein, du! Du Schwein! Du Schwein! Oh. Nicht von hinten noch so eine dumme Kackratte. Ach so. Jetzt komme ich da. Oh Gott. Hilfe. Mann. Ah! Mama. Das ist mir zu schrecklich. Oh, noch so ein Wichser. Jetzt lade ich nach, du. Jetzt lade ich nach. Ich hab Nerven! Bums. Ey, cool. Cooler Sound. Piep, 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 piep. Scheint ja auch ein bisschen windig zu sein, ne? Ja, ich fahr voll ab auf das Spiel. Wie gesagt, ich bin ja Doom-Fan. Hab Doom 3 noch nie gespielt, ey. Und jetzt darf ich es endlich spielen. Und ich freue mich abartig auf die BFG-Edition. Und was noch geiler ist, ich mache noch ein Let's Play davon. Ne? Was ist denn ein Let's Play, als wir 1994 Doom 1 gespielt haben? Da hätten wir uns ja niemals träumen lassen, ein Let's Play zu machen. Was soll das überhaupt sein? Let's Play. Jetzt mache ich das. Cool, ey. Ey, jetzt habe ich gut Schuss wieder. In meiner Maschinenknarre. Ist aber nichts mehr. Gut. So, ich muss kurz mal weiterlesen. Das haben wir. Den haben wir. Oh, jetzt kommt noch. Oh, Revenants are waiting in each of these corridors. Toss grenades their way, then grab the cells from the left corridor. Ride the lift down, muss ich erst.
muss erst nach unten mit dem Lift. Und dann drei Maggots. Ey, aber gut. Schuss. So. Wo ist der Lift, Mutti? Ich sehe keinen Lift. Ich bin auch blind, ne? Direkt vor meiner Nase. Du, direkt vor deiner Nase. Call Lift. So, dann komm. Ja, das ist ja auch Dead Space-mäßig original. So, Maggots. Wo seid ihr, scheiß Maggots? Wo ist der dritte? Kommt zu mir! Kommt zu mir! Sollen drei sein. Wo ist das dritte Arschloch? Ich lauf mal gerade hier zum Fix. Da ist das Fix-Gesicht. Das hat ganz schön reingehauen, ey. So, jetzt kommen Revenants. Da soll ich Handgranaten werfen. Nee. Ah, ich kann nachladen. Ja, ich meine... Wo sind jetzt meine Handgranaten? Hier. F5. Ich kann mir das sowieso irgendwann selbst angucken. Ja, das werde ich auch machen. Nach Jahren. Um die Ecke kommen die nicht. Oder? Das war knapp. Oh, nein! Oh nein, 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 nicht meine eigene Granate! Oje, fuck it. Fuck it, es war so gut. Ich war so gut. Noch ein Revenant. Fuck, das war's. Okay, gut. Oh, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ach, hier. Rechne doch nicht. Hau ab, Arsch. Hau ab, Arsch. Mein Gott. Nicht noch der Imp da, du. Mutti. Ja. Hab ich die? Du, ich brauche ein Medkit. Soll ich mal speichern? Was meint ihr? Ich drücke F5. Ah! Nein! Gut. Boah, fieses Lachen. Hätte ich nicht speichern sollen? Die Waffe nehme ich erstmal laden. Genau, so. Nochmal speichern. wo muss ich lang? Hey, hau ab, Mann! Ich hau ab. Kein Bock auf euch. Boah. Ist er tot? Ist er tot? Und einmal speichern. Hier haben wir noch was. Ja, ja, ja. Ei! So. Noch einer. Mann!
Satanas! Ja, gut, gut, gut. Oh! Die Mächte des Bösen versuchen, mich zu besiegen. Medkit. Gib mir ein Medkit. Speichern. Ich muss gerade lesen. Blob. Monster, Monster, Monster. Next up are a pair of pinky demons. Puh. Nur Monster hier. Monster, Monster, Monster. This is a buzzy room. Three more zombies are hiding back here. Oh Gott, hier geht's, hier ist nur Abschlachterei. Schon wieder 10:30, Mensch. Rin, genau, und das werde ich jedenfalls morgen machen. Das ist so eine dumme Ratte, du Wichser. Dumme Kackratte. Arschgesicht. F5. Ja, sie können von überall kommen. Genau, damit das nämlich nicht zu lange dauert mit dem Rendern und so. Mache ich das nicht mehr heute Abend. Ne? Rennen und dann hochladen. Erstmal auf dem Laptop übertragen. Das dauert dann auch nochmal 20 Minuten oder so. Ja, dann bin ich insgesamt eine Stunde dabei. Das dauert zu lange. Also ich mache das Let's Play fertig. Bums. Und dann mache ich die Kisten alle aus, beziehungsweise den Laptop lasse ich an, weil der ja noch hochlädt. Ne? Das dauert, das sind fast 3,5 Gigabyte. Das dauert 12 Stunden oder so, bis das oben ist. Die Knarre. So. Und morgen werde ich dann, hatte leider nicht geklappt, weil ich das meine WLAN-Karte deaktiviert hatte am Computer, werde ich dann über TeamViewer, also VNC, Virtual Network Computing, meinen Rechner anmachen. Und zwar über den Laptop. Ne? Da ist dann ja im gleichen Netzwerk über WLAN. Und dann kann ich mit Wake on LAN, das ist so eine Funktion, mit Wake on, mit Wake on LAN den Computer einschalten. Ne? Er ist aus, aber am Stromnetz und die, in diesem Fall dann die WLAN-Karte. Es geht auch über eine normale Netzwerkkarte, sogar manchmal vielleicht noch besser. Aber es geht mit dem Programm auch über WLAN. Ja, dann kann ich den einschalten. Dann werde ich mit dem TeamViewer-Programm, was, das habe ich eben auch auf meinem, auf beiden Rechnern, ne? Wechsle ich dann auf den PC und werde dann den Film rendern. Das mache ich alles über das iPhone. Dann rendert er gemütlich. Ja, und wenn er fertig ist, gehe ich wieder auf den Laptop und ziehe die Datei rüber. Ich könnte ja auch vom PC rüberziehen, die Datei.
rüberschieben auf dem Laptop. Die fertig gerenderte Filmdatei eben. Na, von diesem Part eben, von diesem Teil. Ja. Und dann werde ich, wenn das übertragen ist, den Computer ausschalten, runterfahren. Ne? Mit, das geht ganz normal eben mit TeamViewer. Da kann ich ihn auch runterfahren. Also ganz normal über die Benutzeroberfläche eben des PCs. Ne? Komme ich ja überall ran. So. Oh Mann, meine Gesundheit ist am Arsch. Weil ich will den, wie gesagt, der hat so viele Lüfter. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, der hat 4 Lüfter. Oder wie sind das? Vorne einer, oben 2, hinten einer. Und vorne sind es vielleicht auch 2. Oder ist das nur einer? Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, es ist nur einer, ne? Ja. Das sind 4 Lüfter. Zusätzliche, ne? Und Prozessor ist natürlich auch noch Lüfter. Normaler, ne? Der halt Prozessoreigene. So. Oh. Das war's. Ja, das war's. Jetzt. Wieso? Was ist los? Was ist das? Nein! Da habe ich keine Lust zu. Weg. F5. Ich habe wohl irgendwie ein Medikit aufgenommen. Kurzzeitig war meine Gesundheit hochgegangen. So. Hier war ich schon. Nochmal speichern. Genau, dann lade ich das. Eben, das macht eben auch Spaß, ne? Das Hochladen. Das ist, macht Spaß. Ey! Komme ich da irgendwie rüber? F5? Nicht, dass mich von hinten ein Arschloch überrascht. Na eben. Hat sich das gelohnt? Boah, ich bin gleich tot, Jungs. Medkit. Ich höre da was. Ich höre da was. Ich höre da was. Oh nein. Ein Revenant. Revenant. Scheiße. Scheiße. Nein, das wollte ich. Oder Kakodemons? Ich glaube Kakodemons, ne? Was sind das? Da unten leuchtet doch was. Aber kein Medikit. Nicht Kakodemons. Der ist tot. Soll ich mal speichern?
Ich speichere mal. Egal. Ich muss das jetzt schaffen. Ich will das auch schaffen. Bisschen Spannung muss sein. Da oben bist du. Komm mal her. Komm zu Mutti. Komm doch mal runter. Arschloch. Oh Mann, bleib mal oben, du scheiß Granate. Ja, gut. Das war's. F9. So, warte mal. Ich muss kurz den Film hochladen. Ich habe schon alles vorbereitet. Dateien von deinem Computer auswählen. Daten, Filme, Movie Maker und das war Communications. Öffnen. Gut. Lädt er gleich hoch. Mann, scheiße. Ich hätte damit nicht speichern sollen. Der hustet dir was, der Arsch. Machen wir es anders. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Okay, der ist nicht tot. Scheiße. Oh, Medikit! Nein! Fuck it, fuck it. Oder mit einer richtig geilen Granate mal werfen. Oh. Shit. Ich hab den erwischt. Ich hätte die Waffe noch wechseln sollen. Das war ja super. Und die Granate lag noch neben mir. Ja. Alter, das ist ja wohl eine Scheiße. Was mache ich denn da? Kuckuck, komm doch mal her, Junge. Ich hab ihn. Hey. F5. Ich hab ihm auf alle Fälle eins ausgewischt. Egal, ich hab's ja so gewollt. Normalerweise hätte ich gar nicht speichern dürfen. Das war's. Oder? Ist die Sau tot? Ja. Okay. Komm ich da hoch? Das sieht gut aus. So, jetzt Schrot. Und F5. So. Ist hier eine Möglichkeit? Oh. Was ist das, Arschloch? Dumme Sau. Was hat er denn? F5.
Gib mir mal ein Medikit. Ich muss gerade mal nachlesen. So. Before taking the medkit, toss a couple of grenades. Das Ding habe ich. Auf dem Rohr. Richtig. Approach this door. Don't go through it immediately. So. Da, this maggot. New objective. Kommt jetzt. Und dann kommt ein Imp. Scheiße. Hier ist nichts mit Medikit. Gar nichts. Da kommt ein Imp gleich. Nix mit Medikit. Gar nichts. Leute, scheiße. Warning. Flow control system failure. Toxins identified. Execute cleanup procedure. So. Stase wäre nicht schlecht. Einmal F5. Stase wäre nicht schlecht, Jungs. Wo ist der Imp? Warning. Flow control system failure. Kann ich hier rauf? Das sieht scheiße aus. Da kann ich nicht rauf. Vielleicht kommt ein Imp. Ja. Ja. Okay. Gut. Anders. Dann werfe ich eine Granate rein. Obwohl, der öffnet sich ja erst. Da der komische Schrank. Ding auf. Toxins identified. Execute cleanup procedure. Hopp. Ey, nein, nein! Lass mich! Lass mich! Komm. Oh, Alter! Jetzt bin ich noch auf 3. Flow control system failure. Toxins identified. So. Nein! Ich Idiot, ey. Ich wollte gerade gucken. Noch ein Grenade. A maggot. Up the stairs. Behind you. Noch einer. Toxins identified. Storage. PDA. By the monorail A-lock. Airlock. Ready your chain gun. Aber hier, da ist eine Health Station. Also ich muss hier einige Sachen noch bekämpfen. Dann geht's weiter bis zur Health Station. Scheiße. Warning. Flow control system failure. Toxins identified. Execute cleanup procedure. Nein, das Ding auch nicht. Ich versuch's mal hiermit. 6. Obwohl, das kann gut ins Auge gehen. Aber ich mach's. F5. Nee. Der springt einfach zu weit. Das ist Quatsch, also das Ding. So, das war schon ein bisschen besser. F5. So. Ah, was ist das? Ein Medikit. Habe ich da was erledigt? Da höre ich doch schon wieder was. Kuckuck. Da. Mann, du. Gib mir mal das Medikit, Mann! Echt. Ja! Noch am Feuer verletzt! So. Okay. F5.
Waffe kann ich weglegen. Ist nichts mehr. So, wie geht's weiter? Up the stairs, this imp pops out from behind the crate. A medkit is in the corner behind you. Oh Mann, das ist schon wieder 11:15. Für mich früh. Da, das Medkit. F5. Es geht langsam wieder bergauf hier. Yeah. Verreck doch. Arschloch. So. The maintenance safety video on the left is a must see. Oh. Read Nick Saddleway's PDA to learn the code 483 for the storage cabinet by the monorail airlock. Use the terminal to extend the service ladder on the right. Heal at the medical station further right before ascending the service ladder to a pair of awaiting imps. F5. So. Komm da, was da wolle. 100%. Mutti. F5. So, was? Wo ist das PDA? Da. Und das Video ist ein Must-See. Wollen wir da mal ein bisschen Video gucken, oder was? Erstmal den Code finden. 483. Sado. Thank you. Da steht's nicht. Da, 483. Okay. Gut. Und müssen wir das hören? Nee, ich will das Video sehen. Was ist das? User Data? Achso, Current Mission Objectives. Reach Delta Labs. Find the pump control panel to shut down the malfunctioning pump. Good, a must see. Welcome to Mars, Marine. This briefing is designed to acquaint you with a few of the standard operating procedures here on the Mars. Nein, maintenance safety video will ich sehen. Das ist das. Welcome to the UAC Maintenance Department. This video will provide you with the necessary tools and information to do your job efficiently and safely. A safe worker is a happy worker, and your safety is our number one priority at UAC. Observe all signs and follow all procedures to keep you and your co-workers out of harm's way. Cleanup is one of the most important aspects of what we do in maintenance. This phase of our job keeps everyone safe, and research has shown that working in a clean and toxic-free environment has a positive benefit on overall productivity. Power generation on Mars produces two byproducts, steam and green goo. We vent the steam all over the base through vents, floor grates, cleverly placed pipes, and pretty much any place else. The goo is a result of the MFS process reacting with core elements in the Martian soil. It is not radioactive, but it is quite toxic. Remove all toxic spills at once. Hazmat suits are the best way to protect yourself when a spill occurs. And if you happen to come in contact with the goo, report immediately to a medical station for a scrub. Nicht so interessant. After a few days in confinement, you should be ready to report back to work. Report any rule violations to your immediate supervisor, and don't forget to read your employee handbook for additional rules and information. Na ja, ich meine, der Typ, der das Walkthrough hier gemacht hat, das ist natürlich ein super Freak, ne? So, was ist da unten eigentlich? War ich da schon? Ach so! Hier stand dieser Revenant.
Okay, nochmal speichern. Jetzt sollen da zwei Imps sein. Dumm. Wo seid ihr? Imp Nummer 1. Lass mich in Ruhe laden! Arschloch. Und in Ruhe speichern. F5. So, wie geht's weiter? Ready your chain gun. At this juncture to battle. At this juncture to battle a Kakodemon. As you follow the pipe to the opposite walkway far right. Note the shelves far left. Where you will find clips, shells, cells and a medkit. Gut, also, wohl naja, diese Tipps, die muss man auch mit Vorsicht genießen, ne? So. F5. Kakodemo. Hier muss ich rüber. Oder was? Da hinten ist das. Sind die Regale. Los sein. Uff. Was ist das denn? Gut, gut, gut. So, dann F5. Was soll ich dann machen? Use this terminal to shut down the broken pump and complete the objective. Scan the ladder to the left. Erstmal laden. Oh, da habe ich auch wieder Muni. Gut. Pump Station shut down. Gut. F5. Und jetzt? Backtrack to this position. Da, wo der Revenant stand. The door on the left returns you to this room and should only get you some armor and clips you may have left behind. Plus, you'll have to fight 3 imps and a maggot. I recommend you proceed directly through the door on the right. Be ready for an imp on the other side. Also ich soll nicht durch die Tür gehen. Battle another imp in this previously flooded room. Ach so, note the armor vest in the alcove, in the alcove on the left. Ramp up to stairs and doorway ahead. Also gut, erstmal hier hin. Denn. Ach wie, muss ich hier jetzt wieder zurück oder was? Oder bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Das ist ja wohl Verarschung, ne? Backtrack to this position. Hier oder was? Nee, da bin ich ja gekommen.
Ja, da komme ich ja nicht mehr hoch. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Oder komme ich da runter? Da muss ich irgendwie runter, ne? Ich muss irgendwelche Treppen runter, nicht hoch. Also hier, da. Nee. Das habe ich auch noch nicht gelernt, wie man richtig die Treppen runtergeht. Kann's nicht. Ich komme nicht durch. Ah ja, jetzt. So. F5. Und jetzt soll ich... Nee, hier nicht. Da ist zu. Ich soll jetzt da hin. Da soll ich nicht hin. Aber das mache ich trotzdem. Leck mich. Lass mich. F5. Nö, da ist nichts. Okay. Meine Güte. Andere Waffe. So. Halt, halt, halt. Battle another Imp. Genau. Und dann Armor Vest. Und dann noch ein Imp. Gut. So, das Ding ist jetzt begehbar. Oder? Wollen wir hoffen. Da soll jetzt eine Weste sein, danke. So, und dann? Der hat dir nicht geschrieben, dass da Zombies drin sind, ne? Oh, das wird ein langer Part. Ich glaube, der wird noch länger als eine Stunde. So. So, hier soll jetzt ein Imp kommen. Genau. Und Pech für ihn, weil er direkt neben explosiven Fässern, den explosiven Fässern gespawnt ist. Medkit on the crate. Das brauche ich gar nicht. Oh, was ist hier? Ammunition. Nein, 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 du dummes Schwein! Du dummes Schwein! Du dummes, mieses, kleines, dreckiges Schwein! Du mieses, hinterhältiges Schwein! F5, da ist ein Medkit. Lass mich vorbei. So. Gut. Und dann
Continue down the hallway to trigger two pinky demons. Rush back to the crate and jump on top. From this position of relative safety, you can pummel the pinkies. Also ich soll dann hier drauf, hopp, und die dann von hier oben abknallen. Na gut. Habe ich schon F5 gedrückt? Huch. Das ist ja geil. Oh, du Schwein! Du dummes Schwein! Du dummes Schwein! Du Schwein, du! Knall dich ab, du dumme Sau! Scheiß Tipp immer, diese scheiß Tipps von dem Typen. Oh, Health Station. Gut. Ich schrei so hemmungslos. Da guckt sich ja sowieso keiner an. Also, nein, 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 nein. Hehe, mach ich's doch mit Granaten. So, warte mal. F5. Jetzt muss ich weiterlesen. Was? Armor. Ach so, hier ist noch was. Siehst du? Links soll noch eine Tür sein. Wo? Hä? Warte mal. Ich bin ein bisschen planlos. Armor, Cells and Clips and Shells, bla bla, und the left. More armor is by the health station on the right. Ja, ja, also nicht durch eine Tür gehen. Da steht, wo ist das hier, das Bild? Genau so. Ja. Okay. So, und dann? Was muss ich dann machen? Trides attack, front and rear, plus an M, spawns as you reach this position. Reach this medkit and cells on the left, and a maggot attacks from the front while a tride sneaks up behind you. This revenant is waiting up ahead. Follow the stepping stones to reach the doorway on the right. Ugh. Revenants. Defeat this maggot. Oh. Und dann Airlock. Und dann a Revenant auf der Marsoberfläche. Oh, Kakodemons noch. Oh, und dann. Ist Recycling 1 vorbei. Recycling 1 oder eben Skybridge. Das heißt, ne? Wie heißt das? Monorail Skybridge. Also es gibt noch viel zu tun, bis der Part hier zu Ende ist. Schon wieder 5 nach 11. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, aber das mache ich morgen mit dem Rendern. Das mache ich nicht mehr heute. Das mache ich morgen über iPhone. So, gut. Scheiße, scheiße, scheiße.
F5. Los geht's. Ja, hier sind ja nur Spinnenweben. Von vorne, von hinten. An der Seite. Mein Gott. Das ist doch eine Scheiße, oder? Ha? War es das schon? Oh, das ist der Imp, ne? Kommt auch noch ein Imp. Imp. So. Wo ist das Schwein? Das ist geil, wie die runterkommen. Das sieht echt geil aus. Ey, wie viel Schrotmuni ich hab. Wahnsinn. Ja, wo ist denn der Imp? Ist er weg? Oder was? Da ist er. Nee. Der hat mich getroffen. Oh. Ich halte die Augen auf. Kein Bock von diesen scheiß Spinnen da überfallen zu werden. Sag ich doch, von hinten, du Arschloch. Ja? Ja, übrigens das Spiel hier, Dead Trigger auf dem iPhone, habe ich gelöscht, ne? Zweimal war mein Fortschritt weg. Ich habe zwar kein echtes Geld da investiert, aber trotzdem total viel gespielt und so. Und mir da Waffen verdient und so. Und dann zweimal dann einfach Fortschritt wieder weg. Hätte ich wieder von vorne anfangen sollen. Dann habe ich denen eine Mail geschrieben. Na, die haben da extra im Spiel ja so eine integrierte Mail-Funktion ganz witzig gemacht. Poststation, wo man sich eben an die wenden kann. Ja, keine Antwort. So. Ach Gott, ach Gott! Arschloch, hau ab, Mann! Durch die Tür sind die Scheiße ja noch gekommen. Könnt ihr die Tür aufmachen, oder was? So, was brauche ich denn da für eine Wumme? Die ist ganz geil. Da habe ich auch genug Schuss. Das ist Quatsch. Und hier habe ich auch gut Schuss. Ich bin also gut bestückt, wollte ich mal sagen, ja? Ich bin gut bestückt. Kuckuck, komm doch her. Frisst mich nicht. Bist zu doof. Ist er tot? Ja, tot. Tot! Ha, du bist tot! Ja. So. F5. Wie geht's weiter? Ich schaff das. Ihr habt wohl geglaubt, ich schaff das nicht. Da komme ich durch, da. Keine Sorge. So, after your first steps, an imp attacks from this area on the left. Toss a grenade his way. Also gut. Mach ich. Dumm, die dumm, die dumm. Wisse, hat geklappt. Das war doch mal ein guter Tipp. So, jetzt
wieder eine anständige Waffe. Dann mal die. Mal weiterlesen. Another revenant attacks before you reach the doorway. The chain gun works well against him. Chain gun. Ich versuch's nur noch mit der Granate. F5. Dann die Handgranate in der Hand. Wo? Wo bist du? Hey! Das kann ich so gelten lassen. Das war nicht schlecht, aber ich bin da auf diese Scheiße getreten. Nee. So. Halt, halt, erst weiterlesen, oder? Defeat a maggot and grab the medkit. Anthony Gaza's PDA on the corner ahead hints that a rocket launcher is to be found. Rocket launcher, yeah! Okay. Also erstmal hier ein Maggot und ein PDA. Maggot. Ah, schrei nicht so. PDA. Bums. So, was soll ich mit dem PDA machen? Rocket Launcher. Wo soll der sein? New Rocket Launcher. Aha. Na gut. Es ist nur Background. Background. Da höre ich was. Was? Was ist das? Another maggot and imps and this imp are ahead. But the important thing to note is on the shelf below. The rocket launcher. Two medkits are beneath. And more rockets are in an alcove to the right. Continue through a door on the left. Also, da brauche ich diese hier. Nein, nicht das. Das. So, F5. Rocket Launcher. Und hier, alles, was das Herz begehrt. Gut, ne? Erstmal laden. Da ist er. Cool. Danke. Wow. Yeah. F5. So. Continue through a door on the left. Cycle this airlock to return to the Martian surface once again. Geil, ich darf auf die Marsoberfläche. A revenant is firing at you from above. Scheiße. A great time to try out your shiny new rocket launcher. Note the two oxygen tanks visible here. Zur rechten Seite. The door far left is non-functional. Ach so. Instead, approach that bunker straight ahead. Also ich soll nicht da hinten hinlaufen. Gut. Also auf zur Marsoberfläche. Ach nee. Hä? Was ist hier? Doch, ist richtig. Oh, die Medkits. Darf ich nicht nehmen. Gut.
das wird der längste Part, den ich jemals hatte. Bisher. Hab ich. Die Sau hat mich getroffen. Gut. Den muss ich noch nehmen. Geil, ich bin auf dem Mars. Kakodämons. Scheiße. Ach nee. Wie komme ich jetzt weiter? Hilfe! Hilfe! Hier. Scheiße, ich muss rein. Tut mir leid. Muss ich hier rein? Egal. Da komme ich her, ne? Nee! Komme ich da her? Ja, da komme ich her. Ja, ich hätte mal lesen sollen, wo ich hinlaufen muss. Straight ahead. Another Revenant is firing at you. Hop up the walkway above. Walkway? Ah. Oh. Kakodemons spawn. Ignore them for now. Run straight between those pipes and fall to the doorway ahead. Grab the oxygen canister on the left. Ah, oh, scheiße. Also los, nochmal. Hochhoppen. Da ist noch Oxygen. Was ist da denn? Security. Wo soll ich hier? Hey, scheiße! Wo soll ich denn hoch? Hochhoppen. Wo denn? Ich check's nicht. Ich seh's nicht. Ach, da! Oh! Ich bin tot. Ja, okay. Scheiße. Schaffe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Medkits. Da noch was? Nee. Im Bunker muss man irgendwo hochhoppen. Scheiße, Mann. Hier? Nein! Doch, doch, ist richtig. Lass mich, lass mich! Ich hab gedrückt. Oh! Hehe, hier bin ich sicher. Leute, das war geil. So, cool, zu Ende. Alles klar? Okay. Speichern. F5. Transfer successful. Recycling 2 kommt jetzt. Safe game. Yes. Exit. Yes.